Hallo, lieber Steinbock. Herzlich willkommen zu deinem Sternzeichen-Orakel. Dieses Orakel ist für den Zeitraum vom 1. bis zum 15. September. Schön, dass du da bist. Für den Steinbock. Die erste Hälfte im September. Was kommt? Ritter der Münzen. Die Sonne, der König der Stäbe, sieben Münzen, zwei Münzen. Das Gericht, Ass der Stäbe, zwei Schwerter, sechs Kelche. Page der Kirche, und das Ass der Schwerter. Lieber Steinbock, da ist immer noch diese Energie, die ich schon mal bei dir gesehen habe in der Vergangenheit mit den zwei Münzen und den zwei Schwertern. Das ist immer noch diese Energie von der Steinbock weiß gerade nicht, in welche Richtung es für ihn weitergeht. Ob er auf seinem Weg bleibt oder ob sich dieser Weg eben ändern darf. Da ist einfach diese gewünschte Klarheit nicht da. Nichtsdestotrotz gibst du nicht auf. Nichtsdestotrotz bist du hartnäckig, zäh. Ich nehme das so wahr, sobald diese neue Möglichkeit um die Ecke kommt oder sobald wie eine Zusage, habe ich gerade gehört, sobald eine Zusage kommt oder ja, nimmst du die Gelegenheit beim Schopf. Ja, eigentlich bist du bereit, in jedem Fall mutig nach vorne zu gehen, mutig nach einem Neubeginn zu greifen. Es ist einfach eine Geduldsprobe, die ich hier habe für den Steinbock. Und diese Zeit des Wartens möchte man nicht so verbringen, dass man in der Ecke hockt und ständig jede Sekunde auf die Uhr guckt, sondern diese Zeit möchte man nutzen, hier haben wir die Heilung angesprochen, diese Zeit möchte man für sich selber nutzen, diese Zeit möchte man dazu nutzen, um sich auf sich selber zu fokussieren, ja. Zu heilen, sich zu erneuern, sich um seine Gesundheit zu kümmern. Gesundheitliche Themen sehe ich hier, Vitalitätsthemen. Es ist auch möglich, dass du dich während dieser Wartephase auch eher kreativ betätigen möchtest, dich neuen Hobbys widmen möchtest. Das alles sehe ich hier.
Das ist wie, der Steinbock wartet entweder auf einen neuen Job oder auf eine neue Wohnung, neues Haus, neues Zuhause. Und bis das Neue kommt, nimmst du die Situation eben so an, wie sie ist. Okay, vielleicht hast du in der Vergangenheit mal damit gestrauchelt, aber ich nehme das so wahr, dass du, ja, das ist wie eine spirituelle Lektion für dich. quasi im Moment klarzukommen, wo du gerade bist und dich auf dich zu fokussieren. Den Fokus wegnehmen vom Außen, wo so viel Unklarheit gerade herrscht, und den Fokus hin zu dir wenden und dich um dich kümmern, was du gerade brauchst, was dein Körper sagt, dein Geist, deine Seele, was du möchtest, was du willst, ob du dich kreativ ausleben möchtest oder ein neues Hobby beginnen möchtest, neue Talente ausbauen oder überhaupt entdecken. Vielleicht bist du auch noch damit beschäftigt, Themen aus der Vergangenheit irgendwie zu verarbeiten, damit du quasi wieder in die Leichtigkeit gehen kannst, damit du Erlösung finden kannst, sozusagen Altes loslassen, Vergangenheit verarbeiten. Ich habe hier noch ein Page der Kelche. Das ist ein liebevoller Kontakt. Das kann einmal die Liebe zu dir selbst sein, aber ich nehme hier auch etwas wahr von außen, dass du deinen lieben Menschen um dich rum hast. Der Page der Kelche kann Romantik sein. Ist, eine Flirty-Energie, eine, ja, ich habe kein anderes Wort. Hier ist jemand sehr lieb. Neun Steine, die neuen Münzen. Ja, ich nehme das so wahr, das ist jemand, der dir Halt gibt. Hier haben wir die Welt. Das ist jemand, der, der sich gut anfühlt in deinem Leben. Jemand, ein Mensch, der dir Halt gibt. Ein Mensch, der dich versteht, der dir zuhört, der dir quasi auf Herzebene begegnet, sei es jetzt, ob es ein Partner, Partnerin ist oder eine Freundschaft, vielleicht auch ein Familienmitglied, das sei an der Stelle offen. Was ich so wahrnehme, ist, dass dieser Mensch auf dich zukommt und dieser Mensch dir gut tut. Vielleicht bekommst du auch Hilfe und Unterstützung. Seelische Unterstützung von einem Menschen, den du lange nicht gesehen hast. Ja, die sechs Kelche können dafür stehen, dass jemand auch aus der Vergangenheit zurückkommt. Und du Hilfe bekommst oder Unterstützung oder ein offenes Ohr bekommst von jemandem, wo du es gar nicht erwartet hättest. So nehme ich das wahr. Dieser Mensch kann zum Beispiel auch, ich habe hier Löwe, Widder, Schütze auch. Hier haben wir auch nochmal Löwenenergie. Aber bitte Sternzeichen als Zweit-, Dritt- und Viertrangig betrachten, außer es geht hier um den Steinbock, der du ja bist. Ne? Aber ich nehme das wirklich so wahr, dass hier unerwartet jemand auf dich zukommt oder unerwartet jemand ein Ohr für dich hat und quasi ja für dich da sein möchte. Jemand, der dich versteht, auch ohne Worte. Wenn es um die Liebe geht, dann ist es jemand, der alleinstehend ist. Ja, solltest du auch Single sein, jemand, der alleinstehend ist. Diese Person ist frei. Ansonsten haben wir hier die neuen Münzen. Das kann auch jemand Selbstständiges sein, im beruflichen Sinne. Ein Geschäftsmann, eine Geschäftsfrau. Die fünf Bögen, die fünf Stäbe sind das natürlich. Du willst
Das ist übrigens die Ermutigung, die wir hier haben, oder die Selbstermächtigung, die Bestärkung zum Kämpfen. Gib nicht auf, ist das, was die Karten sagen. Gib nicht auf. Wenn du Veränderung möchtest, dann gib nicht auf, auch wenn die Sache jetzt hier unklar ist. Wenn du noch nicht weißt, in welche Richtung es weitergeht. König der Steine, das ist der König der Münzen. Ja, bei den Steinböcken geht es einmal entweder ganz stark um berufliche Themen oder eben, was das Zuhause anbelangt. Ja, ein neues Zuhause, eine Wohnung oder ein Haus. Der König der Münzen kann ein Vermieter sein oder eine Vermieterin, wo du eben quasi drauf wartest. Entweder, dass das richtige Angebot kommt oder du hast dich schon beworben, schon Besichtigungen gehabt und dann wartest du quasi auf die Zusage, wie ich vorhin schon das Wort eben bekommen habe. Oder du hast dich beworben bei einer Arbeitsstelle. Was ich hier so wahrnehme, ist, dass das auf dem Weg zu dir ist. Allerdings braucht es Zeit. Und das ist hier wahrscheinlich der Knackpunkt. Der Steinbock möchte wahrscheinlich diese Zusage, möchte wahrscheinlich diese Veränderung. Lieber heute als gestern, aber Geduld ist angezeigt. Was nährt dich? Genau das, was ich gemeint habe. Wenn es auch gerade schwierig ist im Außen oder herausfordernd ist, kümmere dich um dich selber. Was nährt dich? Nähre dich selber. Verwöhne dich. Tu dir Gutes. Beschäftige dich mit Dingen, die dir gefallen, ja, die dein Herz höher schlagen lassen, dein Hobby, deine Talente oder was auch immer. Nette Freundschaften oder nette Menschen, die Natur. Okay? Gutes Essen. Pflege. Was dich nährt. Oder lies ein gutes Buch. Nähre deinen Kopf mit Informationen, mit Geschichten. Je nachdem, was dir gut tut. Denn ein Ende ist in Sicht. Okay, es ist in Sicht, wenn auch es lange dauert. Oder du eben schon länger warten musst. Hier haben wir noch die kindliche Liebe. Sieh dich im Glanz deiner strahlenden Seele. Und an der Unterseite haben wir schon wieder Liebe, Taube, die ewige Liebe. Alles ist Liebe, du wirst unendlich geliebt. Einmal ist das, wie gesagt, diese kindliche Liebe, dein inneres Kind. Was tut dir gut? Was erfreut dich? Kümmere dich darum. Und dieser Kontakt von außen, dieses Unerwartete, was auf dich zukommt. Hier meint es jemand, hier sind die Gefühle ehrlich gemeint. Ja, diese Hingabe an dich oder diese Zuneigung oder Hilfsbereitschaft sozusagen. Die kindliche Liebe ist auch für mich, man könnte jetzt ja auch die unschuldige Liebe sagen, da kommt so etwas Reines, Pures durch in dieser Energie. Lieber Steinbock, danke für deine Aufmerksamkeit. Wenn du magst, sehen wir uns sehr gerne beim nächsten Orakel wieder, um zu sehen, wie es weitergeht. Mach's gut. Bye, bye.